Nina, wir haben es gerade gehört, da hat jemand gesagt, Sexten ist auch so ein bisschen so ein Spiel. Mhm. Würdest du das auch so sagen? Also ich denke, zwischen Partnern ist das auf jeden Fall eine Art Vorspiel vielleicht sogar, sich gegenseitig anzuheizen, wenn man auf Arbeit ist, sich Vorfreude auf den Abend zu bereiten. Wenn man sich gerade kennenlernt, ist es natürlich auch immer schön, so ein bisschen zu flirten via WhatsApp, SMS, was auch immer. Aber darüber hinaus kann es, wie du auch schon gesagt hast, wirklich irgendwann eine Grenze überschreiten, die dann nicht mehr lustig ist. Eine Grenze wäre vielleicht auch, seinen Freunden die Bilder zu zeigen, wie das der nette Herr gerade erzählt hat in dem Einspieler. Überschreitet das die Grenze oder würdest du sagen, ist noch okay? Ist definitiv nicht okay. Also mir selber wurden auch schon Bilder gezeigt, die ich überhaupt gar nicht sehen wollte. Echt? Ja, die Leute geschickt bekommen haben, hier guck mal, wer mir da was geschickt hat. Und wie hast du dann reagiert? Meinte ich auch, hä, warum zeigst du mir das jetzt? Also derjenige möchte das sicherlich nicht. Andererseits, warum verschickt man so eine Bilder, wenn man nicht möchte, dass sie gesehen werden, ne? Das ist so ein bisschen grenzwertig. Klar will man nicht, dass die in Schulen kursieren oder auf Arbeit oder sonst wo. Aber man muss heutzutage einfach, wenn man im Internet unterwegs ist oder auch per WhatsApp, leider sich immer der Gefahr bewusst sein, es geht so schnell, dass die Sachen rumgezeigt und verschickt werden. Damit muss man leben, mit der Gefahr. Wir haben einen Chat-Kommentar. Ihr könnt nämlich immer noch weiter chatten unter www.joyce.de/onair. Christofan, ich hoffe, diesmal spreche ich deinen Namen richtig aus, sagt, ich finde Sexting nicht gut, macht viele junge Beziehungen kaputt. Was sagst du dazu, Nina? Ich denke, wenn man in einer jungen Beziehung steckt oder noch gar nicht zusammen ist, sollte man die Erotik immer ein bisschen zurückhalten, um einfach noch spannend füreinander zu sein. Wenn man da gleich total in die Vollen geht, verbaut man sich einfach ganz viel, egal ob es jetzt wirklich live im Bett ist oder via SMS oder WhatsApp. Das betrifft beide Lebensbereiche. Das heißt, wenn ich vielleicht ernste Absichten mit dem Kerl habe, dann sollte ich ihm nicht gleich als erstes mal Brustfotos von mir zu schicken. Nee, wäre auch so mein persönlicher Rat. Lass die Brustfotos erstmal in deinem Handy, vielleicht auch nicht unbedingt im Handy, sondern versteckt. Und die Erotik immer ein bisschen eher zurückhalten, macht die Sache viel, viel spannender. Und die Brustfotos, die kann man dann immer noch schicken, wenn gar nichts mehr geht. Also dann kann es als Notfoto noch einmal mal so eine Brust raushauen. Genau. Wem sollte ich denn die Bilder dann schicken? Also wann würdest du sagen, kann man sich trauen, mal so Bilder zu schicken? Also es kommt auf das Bild an, ne? Wenn man zum Beispiel in einer Badewanne liegt und einfach nur so ein bisschen seine Beine zeigt, dann weiß man doch schon als Empfänger der Fotos, was gemeint ist. Ja? Man muss ja nicht gleich die intimste Zone mitschicken. Also ich würde das einfach so ein bisschen variabel halten. Schon sexy Bilder finde ich wirklich ganz schön. Freut sich der Empfänger auch wahnsinnig drüber, bin ich mir ganz sicher. Aber so alles, was wirklich FSK 18 ist, einfach mal bei sich behalten, bis man fest liiert ist. Alles klar. Wir haben es vorhin schon gesehen bei der Story von Sebastian. Das ist ein Phänomen, was auch immer häufiger bei Jugendlichen und jungen Menschen auftaucht. Warum das so ist, das kann uns unsere Expertin erzählen von der Bravo. Julia hat heute Morgen mal zu uns reingeskypt und ich wollte wissen, gibt es eigentlich eine Zahl, wie viele Jugendliche so sexen oder schon mal gesextet haben? Was sagt Julia dazu? Es gibt eine Studie aus den USA, laut der 20% der 13- bis 19-Jährigen und 60% der 20- bis 26-Jährigen schon mal eine Nachricht mit erotischen Inhalten verschickt haben. Für Deutschland gibt es jetzt keine konkreten Zahlen, allerdings ist mir schon relativ deutlich geworden, dass der doch eher krasse Trend auch bei uns angekommen ist. Wenn ich während meiner Recherchen mit den Jugendlichen spreche, wird dann doch sehr deutlich, so gut wie jeder hat Bilder auf seinem Handy gespeichert, die einen selbst in doch mal heißeren Posen zeigen. Das muss jetzt nicht immer gleich oben ohne sein, aber die meisten Mädels haben einfach schon einmal Bilder von sich gemacht, im Bikini, in knapper Unterwäsche. Und was dann doch heftig ist, auf Nachfrage, was sie mit diesen Bildern machen würden, sagen einfach doch die meisten, wenn sie jetzt einen Freund oder eine Freundin haben, dann würden sie diese Bilder eben auch verschicken. Julia, unsere Expertin von der Bravo. Nina, was sagst du? Warum glaubst du, dass so früh die Leute schon anfangen mit solchen Sexbildern? Weil sie natürlich immer neue Wege suchen, Bestätigung zu bekommen. Also es ist ja auch wirklich ein bisschen die Facebook-Generation, denen das nicht mehr reicht, gefällt mir, Klicks zu bekommen auf ihre Bilder mit ihrem Hündchen oder ihrem Goldfisch. Das reicht nicht mehr, das ist kein Kick mehr, das ist auch nicht mehr lustig. Da versucht man neue Wege zu finden. Erst werden die Lippen rot geschminkt, damit neue Kommentare kommen. Dann wirklich die Bikini-Fotos und dann, wenn eben keine Reaktion mehr der
Freunde kommt, ne, dann werden die Nacktbilder rausgeholt. Und es ist leider eine Entwicklung, die auch mir ein bisschen Bedenken macht. Das stimmt. Vielleicht auch ein Grund, warum tatsächlich schon so viele junge Menschen sexten, ist, weil die Stars es einfach vormachen. Ja, ne, weil man überall Bilder sehen kann von Stars in knappen Outfits und so weiter. Wir wollten auch mal von Julia, unserer Bravo-Expertin, wissen, ob es Stories gibt von Stars, die schon mal gesextet haben. Viele der Stars betreiben Sexting, allerdings in einer etwas krasseren Form als jetzt normale Jugendliche das machen würden. Die machen nämlich das, wofür viele Angst haben, und zwar posten die ihre Bilder direkt bei Twitter. Hier zum Beispiel Rihanna, es gibt da Unmengen an Bildern, die sie doch in ziemlich krassen Posen zeigen. Nicht nur Mädelsding, auch der Justin ist bekannt dafür, immer wieder sich oberkörperfrei zu zeigen. Und ja, allerdings ist es bei denen doch ein bisschen was anderes. Die pflegen so ihr krasses, heftiges Image und machen das ganz bewusst und verbreiten ganz, ganz bewusst auch diese Bilder im Netz. Was daran heftig ist, ist, dass die Stars ja irgendwo auch eine Art Vorbildfunktion für die Jugendlichen haben. Und wenn da jetzt viele sehen, Mensch, Rihanna macht das, der Justin macht das, dann ist natürlich die Hemmschwelle auch sehr viel geringer, weil die sich dann immer wieder sagen, Mensch, wenn die das machen, die sind so cool, das kommt bei denen so krass geil an, dann kann ich das auch machen. Das kann natürlich nach hinten losgehen. Naja, die Stars, die fangen auch schon heftig das Sexten an, stellen ihre Bilder in knappen Outfits und vielleicht schon halb nackt der ganzen Welt zur Verfügung. Mhm.